Fußball FC 08 Willingen ist heiß auf den Durchmarsch. FK 03 Pirmasens, FC 08 Willingen, Mittwoch, 18.30 Uhr. Showdown im Sportpark Husterhöhe. Den 08ern reicht in Pirmasens ein Punkt, um den Durchmarsch in die Regionalliga zu feiern. Wir haben bisher einen Matchball vergeben und einen verwandelt, erinnert 08-Präsident Legrim an die enttäuschende Pokalniederlage gegen Links und den furiosen Auftritt beim 8.1-Kantersieg im ersten Aufstiegsrelegationsspiel am Sonntag gegen den FC Bayern Alzenau. Das Heimspiel gegen den Hessen-Vertreter war also ganz großes Tennis. Doch der grandiose Erfolg gegen Alzenau bringt nur etwas, wenn wir in Pirmasens nicht verlieren, weiß auch Kapitän Benedikt Haupt, dass der FK 03 mit einem Heimsieg den Aufstiegstraum der Willinger zerplatzen lassen würde. Aber ich bin in Sachen Aufstieg zuversichtlich. Da wir im Vergleich zu Pirmasens das spielerisch bessere Team sind, sieht Legrim das dritte und entscheidende Relegationsspiel auch als Duell der Systeme an. Und ich wäre sehr gespannt, wie wir mit unserer Fußballphilosophie in der Regionalliga abschneiden würden. Daran denkt Jago Marek noch nicht. Der Willinger Trainer beschäftigt sich derzeit nur mit dem FK Pirmasens. Das ist eine sehr robuste und zweikampfstarke Mannschaft. Dies haben auch die Spieler auf den Videos gesehen, geht der 39-Jährige davon aus, dass seine Schützlinge perfekt vorbereitet in das Spiel der Spiel gehen. Und in diesem werden wir nicht passiv sein, setzt Marek wieder auf seine starke Offensive. Personell hat Marek die Qual der Wahl. Es spricht aber vieles dafür, dass die Alzenau-Startelf wieder aufläuft, kann sich der 08-Trainer höchstens eine Veränderung vorstellen. Natürlich weiß auch Marek, dass die Pfälzer nicht nur über eine stabile Defensive und starke Zweikämpfer verfügen, sondern mit Dennis Krob, 20 Tore, auch über den zweitbesten Torjäger der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Wir müssen auch bei den Standards auf die Pirmasener aufpassen, verweist Marek darauf, dass die Pfälzer starke Kopfballspieler in ihren Reihen haben. Die Willinger haben sich bereits am Dienstagabend nach dem Abschlusstraining und einem gemeinsamen Abendessen auf den Weg in Richtung Pirmasenser Hotel Dorfschenke gemacht. Nach dem Frühstück stehen noch eine Besprechung und ein Spaziergang an, gibt Jago Marek einen Einblick in die Planungen. Gegen 16 Uhr geht es am Mittwoch von dort zum Sportpark Husterhöhe. Und dann wollen wir uns für die grandiose Saison belohnen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in Pirmasens bestehen werden, obwohl der Gegner sehr heimstark ist, betont der Willinger Trainer. Und was passiert, falls gegen 20.20 Uhr der Durchmarsch in die Regionalliga Südwest perfekt ist? Dann wird sicher kein Spieler verdursten, lacht Legrim. Für genügend isotonische Getränke wird also auf jeden Fall gesorgt sein. Und notfalls gibt es vor der nächtlichen Rückfahrt nach Willingen ja noch die Möglichkeit eines Einkehrschwungs in die Dorfschenke. Vielleicht stößt dann ja auch Defensivmann Pablo Gil auf seinen neuen Vertrag an. Ich hoffe, dass Pablo bleibt, erwartet Jago Marek,
dass der erfahrene Spanier in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen wird.